Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Mass Effect. Ich bin auf der Kolonie auf Pheros gelandet hier, in der Kolonie auf Pheros. Und wir durchsuchen jetzt hier heute die Tunnel unter der Kolonie, unter Zeus Hope. Ob wir da noch weitere Sachen finden können. Erstmal muss ich den Weg finden, wo ich nach unten komme. So, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Und wir versuchen die Kolonie wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. So, hier oben war ich ja schon. Hier war ja eigentlich nur dieser große Raum. Da hinten ging es ja nicht weiter. Deswegen gehen wir hier links lang. So. Fahrstuhl zum Skyway. Ne, da muss ich nicht hin. Skyway noch nicht. Erst wenn ich hier in den Tunneln fertig bin. Hier wartet auch irgendwo ein Waren auf uns. Ein hundeartiges Wesen, wo wir den Alpha töten müssen. Und dann noch den Strom wiederherstellen. Und da werden wir auch schon. Oh Gott! Sie überrennen uns! Nein. Wieder diese Frösche hier. Die machen immer so Giftschaden. Sind die alle weg? Die sind alle weg. Sauber. Lebt ihr noch? Also die Kolonisten, da liegt eine Dame nämlich auf. Denke, wir sind bereit, Shepard. Ja, ich bin auch voll bereit. Wir gehen runter in die Tunnel. Oder Tali, alles frisch? Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Geth sind unbarmherzig. Mein Volk weiß das besser als jeder andere. Oh ja, solange wie ihr Krieg gegen die geführt habt und euren Heimatplaneten deswegen verloren habt. Hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Mhm. Warum hast du eigentlich eine Schrotflinte in der Hand, ey? Du bist Scharfschütze, dachte ich immer. Ich habe mir extra ein neues Sniper gerade in die Hand gegeben. So, hier sind die Tunnelsysteme. Gehen wir jetzt erstmal nach links. Und so viele Wege müssen hinten rumgehen, sodass wir nach da kommen. So wie hier zum Beispiel. Da kommen wir nicht durch. Da vorne ist etwas Rotes. Singularität! Wie der an der Decke rumfliegt. Schon geil. Da hat Tali den schön die Schilde weggebrannt. War sehr schön. Headshot. Und wieder aufstehen. So. Hier haben wir das Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Dankeschön, Tali. Deswegen habe ich dich dabei, weil du dich mit Technik und so auskennst, ne? So, Wasserventile. Damit wir schon mal wieder Wasser wiederherstellen können. Was haben wir denn? Ich glaube, wir haben den Alpha-Warren gefunden. Da sind sie. Guck mich nicht an mit deiner Fresse. Okay, rein hier. Nicht umzingeln lassen, sie jagen im Rudel. Singularität? Jawohl! Da fliegen sie! Wie Schweine im Weltraum! Alpha-Warren, der ist der Große lebt noch. Der versteckt sich hinter Trümmern. Jawohl! Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot! Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Jawohl. Schilde sind unten. Ja, dann mach sie wieder hoch. Schilde hoch, Mensch. Nimm die Phalanx-Position ein. Sammelkanister. Kessler-Storm. Leicht für Turianer, Silverback 3. Okay. Das könnten wir Garrus anziehen. Und hier haben wir eine Energiekraftstoffzelle in diesem Fahrzeug hier. Dieses alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Ja, was soll er doch machen? Garrus kann ich die leichte Rüstung anziehen für Turianer. So, Kompensator, Granaten-Updates. Okay. Kühlkörper 3, Waffen-Upgrade, dankeschön. Das könnte ich hier mal in mein Sturmgewehr packen hier. Hopp. Kühlkörper. So. Wo ist denn Garrus? Da.
Garrus, du kriegst eine neue leichte Ausrüstung. Leicht für Turianer auf 3. Oh ja, Schadensschutz, oh, ist ordentlich. Schilde 132, ey. Er kriegt hier voll die fetten Rüstungen. Oh, auch ein bisschen freundlicher von der Farbe her. Aber ich kann halt seine alte Rüstung nicht anziehen, leicht für Turianer, aber die sind halt anders geschnitten, ne? Kann halt nicht jeder tragen. Ist mehr figurbetont bei den Turianern. So, Spectre-Training vielleicht noch weitermachen oder Singularität verbessern. Ich mag das Ding echt sehr gerne. So, wir kriegen nämlich hier noch ein weiteres Radius-Update. Und am Ende, glaube ich, sogar nochmal 8,5 Meter Radius. Und dann hast du echt den ganzen Raum hochfliegen lassen. Oder Garrus, was meinst du mit der neuen Rüstung? Du siehst so anders aus damit. Hacken freigeschaltet. So. Sie kann jetzt hacken. Tech-Annäherungsminen werden schneller aufgeladen. Verleiht die vierte Fertigkeit KI-Hacken, mit der synthetische Feinde so manipuliert werden können, dass sie die Kontrolle verlieren und sich gegenseitig bekämpfen. Natürlich super gegen die Geth geht. So. Wasserventile. Muss ich noch 2 aufdrehen. Energiezelle. Die muss ich einfach nur zu May O'Connell bringen, dann geht's schon. Das Warenfleisch wahrscheinlich auch, ne? Informieren Sie jetzt, dass die Waren tot sind und andere Waren jagen kann. Genau. Sehr geil. Macht Bock. So. Mensch, Garrus, ey, mit der neuen Rüstung bist du quasi eine andere Person. Ich hab mich fast nicht wiedererkannt. So, da drüben geht's noch weiter. Erstmal gehen wir hier in die Ecke. Da sind noch wahrscheinlich hier wieder Geth in den Tunneln. Singularität! Ah, ist ja schon wieder runtergefallen. Oh, Verwüster! Verwüster! Die stürmen auch immer so wild auf einen los. Holy shit! Die Rakete hat mich erwischt. Ich brauche eine Heilung. Da liegt die Entdeckung! Wow, habt ihr das gesehen? Ja genau, das, so will ich das haben. Wenn das Team einfach mal reinstürmt und mit ihren Tech-Fähigkeiten dann einfach alles zerlegt. Deswegen habe ich euch dabei. Sie haben alles kaputt gemacht. So, bin ich wieder hier in den Hauptgang. Ich bleibe jetzt mal links hier, bevor ich da in die Mitte gehe. In die nächsten Räume. Okay, wir haben hier eine überlebende Person. Ian. Newstead. Sie sollten nicht dort runtergehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Oh Mann. Das war hart diesmal. Das war hart diesmal? Ich glaube, der Durchfall, oder? Ist alles in Ordnung? Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geth her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Der Meister? Wie meinen Sie denn das bitte? Wer außer uns sucht noch nach den Geth? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Tja, ihn vielleicht töten? Nein. Kann ich ihm nicht vielleicht helfen oder sowas? Der hat wahrscheinlich mentale Probleme oder er wird irgendwie biotisch beeinträchtigt. Kann man ihnen irgendwie helfen? Wollen sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein, niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Warum denn im Kampf? Was für ein Kampf? Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Je mehr man zappelt, desto... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Aufpassen! Nach Ohr fragen? Okay.
Alter, guck dir an, wie sie die platt machen, ey. Eine hier, Technikexplosion und sowas. Techniker gegen synthetische Wesen ist halt so mächtig, ey. Komplett ausgeschaltet. Diese Kolonisten haben vielleicht nicht viel, aber das hier ist ihre Heimat. Sie werden bis zum Äußersten kämpfen, um sie zu verteidigen. Ja, das ist auch gut so. Es ist unglaublich, dass die Kolonie so lange ausgehalten hat. Ich soll also Faidan noch mal fragen nach. Ah! Das werde ich dann nachmachen. So, fangen wir mal hier an, in den nächsten Raum. Oh, es geht gar nicht auf. Okay. Ich kann auch nicht weiter runter. Hinter ihm geht es ja auch nicht weiter. Da ist auch Ende. Hier ist auch nichts mehr. Was bleiben die denn hier so stehen? Kommt der mit? Hallo? Team? Kommt hier? Auch nicht. Geht auch nicht auf. Auf der anderen Seite war ich ja schon. Ach ne, ich muss da unten noch durch. War das hier? Bin dran vorbeigelatscht, oder? Hier ging es irgendwo links ab. Hier ist es. Ich glaube, die beiden sind davor dann noch im Kampf eingefriest worden. Vielleicht mal meine Waffe rausholen, dass sie kommen? Nein. Hier ist noch ein Wasserventil, bin ich dran vorbeigelaufen. Eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Wenn du mit mir reden willst. Wir sollten uns weiter umsehen. Komm halt her. So, ein Wasserventil fehlt mir auch noch. Aber hier ist die Tür offen diesmal, ne? Ja, das, oder? Ja, komm mal, das Radar ist blockiert. Scharfschütze. Die fliegen beide hoch. Weil sie schön nebeneinander gestanden haben. So schaltet man schnell Scharfschützen aus. Ich muss alleine kämpfen, weil die anderen immer noch da hinten rumstehen. Weg mit dem Schild. So, ein roter Punkt ist da hinten noch. Ist das wieder oben? Noch ein Sniper? Oder hängt hier was an der Decke? Hinter mir! Eine Drohne! Die kommen immer noch nicht. Warum hat man einen Einsatztrupp, wenn sie einen im Stich lassen? Holy shit! Ein Kroganer! Der kommt einfach mit der Pumpgun auf mich zu! Boah, die sind so heftig, wenn sie stürmen. Wieso ist denn Gareth jetzt tot? Super, jetzt habe ich die Leiche da hinten angehoben. Oh, 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 oh. Das sind alles Kroganer. Uiuiui. Warum ist Gareth gestorben? Gareth, was machst du da hinten? Wie bist du gestorben? Ich versuch's mal mit Einigkeit. Könnt ihr bitte herkommen? Gareth hat verliert. Gareth ist schon wieder tot. Wo sind die? Da hinten sind sie nicht mehr. Irgendwas ist schiefgelaufen mit dem Einsatztrupp. Tali mit der Knarre. Ich glaube, das ist auch okay. So, Warp einsetzen. Nein, Schildboost, Barriere. So. Aber jetzt meine Singularitäten schon mal wieder da. Kroganer, wenn die so stürmen mit Schrotflinten, das ist immer so heftig im Nahkampf, wenn man nur leichte Rüstung trägt. Nein! Wie viel Abklingzeit habe ich noch? Na, fast. Fast. Da ist Tali! Danke, Tali. Das kam im richtigen Moment. Oh, warte. Ich lasse ihn fliegen. Oh, der läuft einfach durch. Wie die Singularität ihn einfach nicht beeinträchtigt. Gareth lebt wieder. Gareth, du warst hier drin? Wie bist du hier reingekommen? Na gut, er ist ein turianischer Meisterschleichtyp. Scharfschütze, ne? Infiltratoren, ey. Die siehst du nicht. Selbst die eigenen Leute nicht. Upgrade-Kits.
Technik-Kit, okay. Das ist nicht das ist der Transmitterturm. Den sollte ich doch ausschalten, oder nicht? Oder zerstören? Zerstören, okay. So, das ist der Transmitter von wie viel Kurganer waren das hier? So viel, die den hier beschützt haben, ey. Meine Güte. Puh. Diese Leute haben zwar Mumm, aber die Geht sind unbarmherzig. Mein Volk ist das besser als jeder andere. Da, ja, den Text kenne ich schon. Die funktionieren immer noch nicht richtig hier. Irgendwas hat mein Trupp auseinandergenommen. Also das ist wieder der Raum mit dem... Ja, da war ich schon. Super, dann kann ich jetzt zurück zu den Kolonisten und nochmal mit Faidan sprechen. Noch mehr hier in den Tunneln? Seid ihr besoffen, Leute? Einer ist noch ganz da hinten. Deckung. Ah, das ist wieder so einer. Komm. Ich habe doch noch andere Fähigkeiten. Mit Warp, ne, es geht nicht so viel. Werfen, hier bringt auch nichts. Nimm lieber Warp. Komm. Nein, auf ihn. Na, geht's. Ja doch, hat geholfen. Hat geholfen, hat sein Leben doch ganz gut runtergeschossen. Er hat kein Leben, er ist eine synthetische Einheit. Sind Biomasse, wurde verbrannt. Ist da vorne, war das hier das Wasserventil, was ich noch brauche? Oder ist es da vorne? An eins bin ich, glaube ich, noch vorbeigelaufen. Weil das Meer so hinter mir war. Ich glaube, das hier ist das letzte. Da, ja, ist es. So. Den haben wir auch. Stimmt, Bereichskarte können wir auch nochmal angucken. So, hier wird nichts mehr Wichtiges angezeigt. Super. Naja, das war's dann. Da hinten kommt man, glaube ich, gar nicht mehr hin. Bin mir nicht sicher. Waren doch jetzt die Geth alle weg im Tunnel, ey? Weil die spawnen noch teilweise immer wieder neu. Obwohl, es gab, glaube ich, noch ein Kommando. Raum, der aber oben war, ne? Oben im Turm. Hier, dahinter komme ich nicht durch. Das ist ein Fahrstuhlsymbol. Ah, da komme ich nicht durch. So. Na, ich glaube, jetzt bin ich auf der Ebene mit der Kolonie. Da geht es ja schon Skyway. Da werde ich dann hier schon wieder verlassen. Da geht's runter. Und das hier, da, das war nur der andere Raum. Okay. Vielleicht reicht es mit den Wasserventilen. Ich schaue nochmal aufs Tagebuch. Wasserversorgung sicher. Auch nur mit ihr informieren. Energiezellen, die Dame informieren, Lieferung, Fleisch, den auch informieren und Geth in den Tunneln, Faidan informieren. Ich glaube, das war's. Mit den Sachen erstmal. Und noch den Typen ansprechen wegen den Verrückten. Commander, was kann ich für Sie tun? Okay, die Geth aufgehalten. Ich habe einen G-Transmitter in den Tunneln zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Ja. Wassermangel? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macker Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Ja, das kriege ich. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Ich dachte, ich kann die noch ansprechen auf das andere Thema. Commander, was kann ich für Sie tun?
Der Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Was mit Medikamenten? Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Toll. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Keinen Hinweis mehr dafür, den? Medikamente. So, hier ist der Erste. Willkommen, Commander. So, das Alpha-Männchen ist tot von den Waren. Ich habe den großen Waren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Gate beseitigt sind. Okay. Werde ich jetzt bezahlt eigentlich? Dann raus mit der Belohnung. Ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Wie Sie meinen. Ich hatte nicht vor, Sie noch weiter aufzuhalten. Dankeschön. Abtrünnig plus zwei. Nur weil ich meine verdiente Belohnung haben will, weißt du, werde ich gleich abtrünnig. Wenn er Arbeit gemacht haben will, dann muss er auch dafür bezahlen. Ist doch ganz, ganz normal. Geschäfte und so. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Gate loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Vorbildlich plus 8, ne? Siehst du, da funktioniert das. Und die Energiezelle. Gute Arbeit mit den Gate. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Sehen Sie sich die hier mal an. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Dankeschön. Vorbildlich plus 8 nochmal. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Geil. Lass sie brummen. Das ist nur der Händler. So, schauen wir nochmal auf die Karte, ob hier noch Ausrufezeichen sind. Eigentlich nur noch Faidan. Ich kann Ihnen jetzt wahrscheinlich dann auch sagen, dass hier wieder alles bombenmäßig läuft. Was haben wir denn hier noch? Fahrstuhl, Treppe zu den Tunneln und der Fahrstuhl zu dem anderen Gebiet. Und hier das, ja gut, da war nichts mehr. Das waren die abgestürzten mit dem anderen Flugzeug. So, dann berichten wir nochmal Faidan, dass wir die meisten Probleme von der Kolonie gesichert haben. Vielleicht hat auch dann die Dame hier eine bessere Meinung von Shepard. Commander, was kann ich für Sie tun? Kann ich Ihnen nicht Bescheid sagen? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Es hat uns sehr geholfen, die Gate in Tunnel los zu sein, Commander. Aber wir müssen uns trotzdem noch um andere profane Dinge wie Essen, Wasser und Strom kümmern. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Ich habe doch schon alles fertig. Er weiß überhaupt nichts Bescheid, ne? Lassen Sie uns über Zeus Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Und bei den Mandeln Tunneln auch kein weiterer Hinweis mehr? Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Man konnte doch noch was, glaube ich, untersuchen mit dem Mann, oder? Commander, was kann ich für Sie tun? Da lebt ein Mann unten in... Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Nee, keine weiteren Fragemöglichkeiten um den Mann. Auch nicht bei Untersuchen dann. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So. Mal Tagebuch durchchecken. Das ist ja nur die Essenslieferung hier, was aber eigentlich auch völlig egal ist erstmal, weil die können ja hier wieder Essen jagen. Ungewöhnliche Signale, Mineralien, das ist alles Nebenaufgabe. Vermisste Forschungsteam auch, Geiselnahme woanders, Cerberus, Einheit, Asari-Schriften. Nö, das war's hier. Jetzt Pharos hier nur noch der Gate-Angriff.
Nehmen Sie den Fahrstuhl zu Zeus Hope runter zum proteanischen Skyway, bahnen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einen Weg zum Exogeny-Hauptquartier und untersuchen Sie die Geth-Aktivitäten. Das ist die nächste Aufgabe. So, das werden wir dann noch machen. Was haben wir denn hier noch? Rüstungsupgrade, Schockabsorber und Notfallinterface. Dankeschön. Wieder keine weitere leichte Ausrüstung für Shepard. Aber Level Up war noch da. So. Meine Panzerung müsste ich ja eigentlich auch nochmal ein bisschen verbessern. Pistole brauche ich eigentlich nicht. Erweitert das Schildboost. Was wird denn hier eigentlich noch besser mit dem? Verbessert Schutz, ne? Ja, Schutz. Ich will eigentlich mal meine Ablenkzeiten verbessern, ey. Aber das geht hier nicht weiter, Experte. Das habe ich hier schon so weit, wie es geht halt. Einschüchtern. Ah, guck mal hier. Schmeicheln ist was Neues. Hier. Verbessert Schmeichelnrate auf 8. Schaltet neue Dialogoption frei. Und 5% günstiger einkaufen. So, das habe ich auch neu. Sturmgewehr könnte ich noch verbessern. Was gibt da noch? Schaden wird erhöht immer. Und verbessert die Präzision auch noch. Oder Barriere? Was haben wir hier noch? Stase. Was war Stase nochmal? Erhöht die Stasedauer. Aber, da. Benötigt Barriere. Erzeugt ein mächtiges Masseneffektfeld, das einzelne Ziele bewegungsunfähig macht. Jeder, genau, dann kann ich ja die Gegner, lahmlegen. Lässt die Barriere länger, ne, komm, machen wir nochmal hier. Den letzten Punkt nochmal in die Singularität. Punkte für Turiana. So. KI-Hacken ist super. So, gut, Leute. Ich muss also jetzt wirklich zum Skyway und da die Geth aufhalten. Die Kolonie läuft wieder. Lebensmittel haben sie, Wasser haben sie. Alles geklappt. Und hier geht es dann zum Skyway. Und ich würde sagen, damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit den Panzer rumfahren und die alle wieder ausschalten. Die ganzen Kampfläufer, die da rumlaufen, auf jeden Fall vorher speichern, damit ich das nicht noch öfters machen muss. Und dann fahren wir Richtung Exogeny, Hauptquartier der Forschungsanlage, die ein bisschen weiter weg ist hier. Also, ich hoffe, euch hat es heute Spaß gemacht zuzugucken hier in den Tunneln. Alles geschafft. Und ja, wenn ihr Spaß hattet, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis morgen zur nächsten Folge von Mass Effect hier auf Feros. Ciao.